Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will nicht auf alle Punkte Ihrer Rede, Herr Kollege Hampel, eingehen, nur dass Sie, nachdem Abgeordnete der AfD die Dummheit besessen haben, bei den Wahlen in der völkerrechtswidrig annektierten Krim aufzutreten, meinen, den deutschen Außenminister daran erinnern zu müssen, dass er dem deutschen Volk verpflichtet ist, fällt auf Sie zurück. Sie sind dem deutschen Volk verpflichtet als Abgeordnete und haben nicht rechtswidrige Annexionen der Russen zu legitimieren durch Ihre Anwesenheit. Das hat dem deutschen Parlament geschadet. Ich möchte diese Grundsatzdebatte nutzen, Herr Bundesaußenminister, Ihnen namens der CDU-CSU-Fraktion die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit anzubieten. Ihnen alles Gute, Glück, Erfolg in diesen von Ihnen richtig beschrieben schweren Zeiten zu wünschen und allen Kolleginnen und Kollegen, ich denke, namens der gesamten Koalition anbieten, dass wir den, da gibt es Ausnahmen, großen außenpolitischen Konsens versuchen aufrechtzuerhalten, der dieses Haus in der Vergangenheit aufgezeigt hat. Die Lage ist in der Tat schwierig. Obwohl die Welt, Europa, sich nach zwei Weltkriegen, weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen, wie beispielsweise auf der koreanischen Halbinsel, sich eigentlich besonnen hatte, sich zusammenzuschließen, die Vereinten Nationen zu bilden, Verträge zu schließen, Europäische Union geboren wurde, Freihandelszonen entstanden sind, scheinen wir in diesen Tagen nicht nur mit dem Einsatz chemischer Kampfmittel, mit tagtäglichen tausenden Cyberangriffen, mit der Annexion der Krim, die ich schon angesprochen habe, zurückzufallen in alte Zeiten. Und ich glaube, darauf braucht es eine klare Antwort. Da braucht es schon, und der Bundesaußenminister hat vollkommen richtig, wir können die Legislaturperiode nicht vorherplanen, aber da braucht es eine klare Strategie auch des Deutschen Bundestages, der Bundesrepublik Deutschland als wichtigem Land in Europa, in der Europäischen Union. Und ich sage als Erstes, wir müssen Regelverletzungen klar ahnden. Und ja, das will ich an diese beiden Seiten sagen. Ich komme gleich zu dem Punkt, den Sie gemacht haben. Regelverletzungen sind Regelverletzungen. Und die Regelverletzung, die Russland begangen hat, das ist die Annexion der Krim. Das ist eindeutig völkerrechtswidrig. Das sind die militärischen Aktivitäten in der Ostukraine und vieles mehr. Und deswegen sage ich auch nach dieser Wahl in Russland, wir werden diese Regelverletzungen nicht akzeptieren. Der Koalitionsvertrag spricht von Achtsamkeit und Resilienz. Die Hand bleibt ausgestreckt, aber es ist an Herrn Putin, einen Kurswechsel herbeizuführen und zurückzukehren in die europäische Friedensordnung des Helsinki-Vertrages. Dazu sind wir bereit. Russland muss handeln. Und das Zweite ist vollkommen klar, und das ist von der Bundeskanzlerin, auch vom Bundesaußenminister eindeutig angesprochen worden, vollkommen richtig, dass hier auch im Auswärtigen Ausschuss große Einigkeit besteht, dass es trotz der Mitgliedschaft der Türkei in der NATO, die ich nach wie vor für wichtig halte und wo ich uns ausdrücklich darauf hinweise, dass wir damit auch nicht leichtsinnig umgehen sollten und natürlich auch der Türkei keinen Anlass geben sollte, unser Bündnis zu verlassen, müssen wir bei Regelverletzungen klar sein. Und es ist für mich keine Frage, dass das Völkerrecht an dieser Stelle in dem Moment, wo wir feststellen, dass die türkische Flagge als erstes in Afrin gehisst wird, dass das mit Selbstverteidigung nach Artikel 51 der VN-Charta nichts mehr zu tun hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch so etwas muss klar angesprochen werden. Und mich beschäftigt schon, und dieses Haus muss beschäftigen, dass gerade das Schicksal der Jesiden, die schlimme Misshandlungen erlebt haben im Nordirak, jetzt ein ähnliches wieder sein könnte. Die Bilder und die Nachrichten, die wir aus Afrin erhalten, ist, dass dort wieder auch sich Extremisten herumtreiben, nichts Gutes im Schilde führen und wieder die jesidische Minderheit dort auch mit Leib und Leben, insbesondere die Frauen, bedroht sind. Und das darf uns nicht gleichgültig sein. Und deswegen müssen wir unseren NATO-Partner Türkei an dieser Stelle deutlich darauf hinweisen, umzukehren und die Sache zu ändern. Ich weise Sie nur, Herr Kollege, darauf hin, seien Sie doch in Sachen
Krim-Annexion seitens der Linksfraktion mal genauso deutlich wie in Sachen Afrin. Seien Sie doch nicht auf einem Auge blind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Entweder hat man Grundsätze oder man hat keine Grundsätze. Und dazu gehört, dass wir die Bündnisse, die wir haben, verteidigen müssen. Ich bin ausdrücklich dankbar, dass der Bundesaußenminister die transatlantischen Beziehungen angesprochen hat. Und die sind älter und die sind tiefer. Und die dürfen wir nicht dem aktuell gewählten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika in seiner Deutungshoheit überlassen. Die USA sind die ältere Demokratie. Da sollten wir als Deutsche vorsichtig sein mit Werturteilen. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben uns befreit von der Nazi-Herrschaft. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben uns den Aufbau Deutschlands ermöglicht. Und wenn man in der Geschichte ehrlich ist, es waren entscheidend die Vereinigten Staaten von Amerika, die uns die Wiedervereinigung Deutschlands ermöglicht haben, nachdem Herr Gorbatschow die Tür geöffnet hat. Das sollten wir nicht vergessen. Und deswegen Freundschaft zu Amerika ist wichtig. Das muss unsere Politik weiter bestimmen, meine sehr verehrten Herr Wadefuhl, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Ich würde gern fortfahren, Frau Präsidentin. Dankeschön. Dazu gehört auch, dass wir manches auch kritisch sagen können. Hamas hat zu Recht das Iran-Abkommen erwähnt. Es ist kein bilaterales Abkommen, nur zwischen Iran und den Vereinigten Staaten von Amerika. Und deswegen sagen wir, als ein Land, das dieses Abkommen mit ausgehandelt hat, auch eine klare Aufforderung nach Washington. Die Folge der Kündigung des Abkommens, die Saudis haben es angekündigt, wäre eine weitere atomare Aufrüstung. Dann fängt Saudi-Arabien auch noch an, aufzurüsten. Die Möglichkeiten via Pakistan haben sie möglicherweise. Deshalb das klare europäische Plädoyer, dieses Atomabkommen, solange es von Teheran eingehalten wird, das wird von Europa verteidigt, und das muss auch Washington beachten. Es ist wichtig, es ist ein großer Erfolg, neben dem Klimaschutzabkommen, dieses Atomabkommen geschafft zu haben. Und für diesen Erfolg sollten wir in der internationalen Ordnung gemeinsam eintreten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber das bedeutet auch, dass auch der Iran wissen muss, er hat eine daraus wachsende Verantwortung in der Region. Und natürlich hat das unmittelbaren Einfluss auf Israel. Und das möchte ich in dieser Debatte auch sagen. Das steht auch in unserem Koalitionsvertrag drin. Wir haben aufgrund der Historie ein ganz besonderes Verhältnis und eine besondere Verantwortung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das wird in den nächsten Jahren auch schwierig werden. Und es gibt manche Kritik auch an aktueller Regierungspolitik in Israel, Stichwort Siedlungen, die werden wir auch weiter üben müssen. Aber klar sein muss auch in den nächsten 4 Jahren, Deutschland steht zum israelischen Staat, Deutschland steht hinter dem Existenzrecht Israels, und da bleiben wir unverrückbar ein fester Partner aller Menschen, die in diesem Staat leben. Und abschließend möchte ich sagen, Bundesaußenminister hat gesagt, wir werden gebraucht. Alle erinnern die großen Reden, die auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten worden sind. Die außenpolitische Verantwortung Deutschlands ist gewachsen. Der müssen wir gerecht werden. Und der müssen wir nicht zuletzt, weil Haushaltsberatungen anstehen, auch finanzpolitisch gerecht werden. Und deswegen fand ich es richtig, dass die Bundeskanzlerin heute die Oderquote angesprochen hat, weil wir nicht ein einziges Problem in Afrika beispielsweise, eine einzige Fluchtursache vermeiden würden, wenn wir nicht an dieser Stelle Geld ausgeben. Und deswegen sind die 0,7% an dieser Stelle gut ausgegebenes Steuergeld aus dem deutschen Haushalt. Und die andere Kehrseite der Medaille ist diejenige, dass wir auch Verteidigungsausgaben zusammenbringen müssen. Und ich möchte an der Stelle ganz ausdrücklich ein bisschen weitergehen noch als die Bundeskanzlerin in ihrer Rede vorhin. Seien wir uns alle gewiss, auch wenn Präsident Obama eine weitere Periode gehabt hätte, er hätte uns mit gleicher Unnachgiebigkeit aufgefordert, unseren Verteidigungsanstrengungen nachzukommen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen unsere Verpflichtungen innerhalb der NATO erfüllen. Wir müssen unsere Zusagen von Wales einhalten. Auch das ist ein Beitrag zu Frieden und Freiheit in Europa. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Wadefuhl. Nächster Redner, Alexander Graf Lambsdorff für die FDP-Fraktion.